Wisst ihr was, wenn wir schon bei Rakorium sind, dann reden wir mit Rakorium. Seid ihr erfolgreich gewesen? Ich habe in einer benachbarten Ruine einen Schwarzmagier im Kampf geschlagen. Er war es, der all diese Untoten aus den Gruften und Gräbern heraufbeschworen hat. Untote aus Gruften und Gräbern? Das ist ja schrecklich. Ich erforsche hier gerade. Da wäre so eine Störung in der Tat unwillkommen. Wunderbar, wunderbar. Ah, vielen Dank. Auch in meinem Namen. Jetzt bleiben in Zukunft wenigstens andere vor dem Schicksal verschont, welches den armen Rufus ereilte. Ich wünschte, ich wäre selbst zu einer solchen Heldentat imstande gewesen. Ja, ein wahres Wort, Nottel. Jetzt fällt mir auch wieder ein, weshalb wir unter diesem flackernden, blitzenden Schutzzauber arbeiten mussten. Endlich kann ich ihn fortzaubern. Gut, gut. Eine Tür schließt sich, eine andere öffnet sich. Was wollte ich doch gerade? Ah ja, das nächste Problem muss gelöst werden. Ja, Rakorium. Mit diesem Mann möchte man eigentlich lieber nichts zu tun haben. Kann ich euch zuvor noch einige Fragen stellen? Ich stelle gerne euren Wissensdurst. Ja, ja. Was braucht ihr denn so wichtig ist, dass ihr euer Leben und das eurer Novizen aufs Spiel setzt? Wisst ihr etwas über diese Ruinen? Gibt es irgendwelche Besonderheiten oder alte Geschichten? Oh ja, alte Ruinen aus den Zeiten der Magierkriege. Einst ein Ort von voller großer Potenzia und okkulter Geheimnisse. Ja, wo fange ich an? Entschuldigt meine Gedanken. Sie kreisen stets um das Felsenventil. Es darf nicht scheitern. Von Legenden und Sagen erzähle ich euch ja am besten ein anderes Mal. Was braucht ihr denn hier so Wichtiges, dass ihr euer Leben und das eure Novizen aufs Spiel setzt? Also was braucht ihr? Es ist Felsenvitriol, ein potenter Stoff, aber das ist erst der Schritt hin. Oh ja, ich glaube, jetzt solltet ihr doch einmal umrühren. Lasst euch überraschen, ich will noch nicht zu viel verraten. Ja, noch so eine Störung, die es zu beseitigen gilt. Die Statue hier auf dem Plateau, altes Echsenwesen. Habt ihr den Stab gesehen mit dem seltsamen Kristall? Das ist nicht nur bloßes Schmuckwerk, sondern ein magisches Relikt aus uralten Zeiten. Ich muss den Kristall aus dem Stab, ja, ja, aber ohne ihn dabei zu beschädigen. Wie das geht, Felsenvitriol, aber Nottel und ich, es ist noch nicht ganz gelungen. Mir fehlen Zutaten, wo habe ich nur meinen Kopf? Ach genau, wir haben sie vergessen, der Nottel und ich. Ihr ahnt sicher, was ihr, also helft ihr mir? Haltet eure Gedanken zusammen, Meister Rakorium, sagt mir genau, was ich tun müsste. Zunächst, als ihr Rufus bezogen hattet, habt ihr da ein Buch bei ihm gefunden. Es war, ich habe für meine unentbehrlichen Aufzeichnungen im Wirtshaus von Moorbrück vergessen. Ein Buch, es enthält wichtige Zaubernotizen und Rezepte, vor allem für das Felsenvitriol, das noch nicht so recht gelingt. Es soll den Kristall ja herauslösen. Ja, die Aufzeichnung habe ich bei ihm gefunden. Bitte nehmt sie. Ferurio, hab Dank. Ich bin untröstlich über Rufus' Schicksal. Manchmal weiß ich auch nicht so recht. Schon um seines Opfers willen dürfen wir jetzt nicht scheitern. Was ist denn das für ein Gekritze? Aha, natürlich. Dreierlei fehlt uns noch um. Ja, damit wird das Felsenvitriol von höchster Potenzia werden. Eine Alraune, ein frischer Dotter eines Harpieneies und 10 eines Wühlschrates. So, so. Benötigt ihr noch Rat, bevor ihr euch auf den Weg macht? Ja, wir haben lustigerweise schon alle Zutaten zusammen. Dieser Kristall darf man fragen, wo sie ihn benötigt, Meister Aquarium. Im Moment nicht, nein. Meine Forschung steht erst ganz am Anfang. Die Fachwelt wird staunen. Aber noch sind nicht alle Rätsel gelöst, versteht ihr? Und so wichtig es für die Wissenschaft sein wird, ich vermute, ihr würdet es ohnehin nicht verstehen. Ja, ja. Ich werde mich auf die Suche nach den Zutaten machen. Gut, damit haben wir die Sorgen eines Magiers. Schon mal. Rakorium möchte, dass ich ihm die verschiedenen Zutaten aus ihren Umgebungen besorge. Er braucht sie, um einen Trank namens Felsenvitriol zu brauen. Mal sehen, was sich da machen lässt. Findet eine Raune. Ich habe eine frische Raune mitten im Sumpf aufgetrieben. Besorge den Dotter einer Harpie. Was für eine Schweinerei, das Zeug zu transportieren. Ich werde bestimmt noch Wochen danach stinken. Er bräuchte Wühlschrat-Zähne. Ich wusste nicht, dass Wühlschratte einen derartigen Mundgeruch haben. Wollen wir nur hoffen, dass zukünftig nicht mehr so viele Felsenvitriole zusammengebraut werden müssen. Mhm. Gut, das heißt, wir machen erstmal
Das mit der Schatzkarte und den Gruften fertig. Wir sind auf dem richtigen Weg, oder? Ja. Können wir hier übersetzen? Zufällig, das wäre praktisch. Nein. Natürlich nicht. Natürlich müssen wir außen rumlaufen. Gut, dann gehen wir zuerst nach Norden, die beiden Gruften klären und dann gehen wir nach Süden, die Schatzkarte abschließen. Also erstmal hier rein. Ah, oh, die Gruft hat ein neues Was-Skelett. Dezeption. Meine Rache. Bei meiner Axt. Au, das kann gut reinhauen, das Skelett. Phorax. Bei Androsch. Gute Entscheidung. Die Königin. Für Rondra. Lass das mal Vorgrim machen. Okay, Gladys, du heilst mal Vorgrim. Ich mach das schon. Zum Angriff. Lass das mal Vorgrim machen. Na klar. Arquas. Wir haben wohl irgendwie gerade nicht sehr viel Glück mit unseren Angriffswürfen. Wir haben wieder sehr viel zu verkaufen nachher. So, noch eine Gruft weniger. Jetzt sind es nur noch zwei. Die, wo wir Molinde drin gefunden haben und die nebenan. Garantiert werden wieder Harpien kommen. Da sollte ich eigentlich nicht so angeschlagen raus. Okay, aus der, bei der Gruft kommen keine Harpien. Wenigstens etwas. Okay, hier sind es hoffentlich einfachere Skelette. Ja. Amazone voraus. Alles klar. Zerrit. Zerrit. Ast. Stern. Zum Angriff. Ein paar harte Schläge, also Wuchtschläge. So, jetzt sind wir langsam wieder voll.
können jetzt hier. Die Gruft reinigen und da geht ja das Ding auf mit den Truhen. Okay. Gladys, mach mal auf. Cool. Was ist hier drin? Au. Ah, auf jeden Fall nichts Schönes. Ja, halt das mal mit einem Balsam weg. Dann mach mal die zweite Truhe auf. Noch eine Falle. Noch mehr Geld. Candidus. Nicht dich selber. Phorax. Nein, nur hier sollst du heilen. Ich finde es interessant, dass man die Fallen nicht entdecken konnte. Und wir haben in den anderen Gruften jetzt nicht drauf geachtet, ob sowas aufgegangen ist. Immer noch keine Harpien, das finde ich jetzt seltsam. Ach ja, und auf der Totenkopfinsel irgendwo sollte noch ein Fass sein. Den Steinsack, den hatten wir auch schon, glaube ich, geplündert. Weil hier oben das Fass sollten wir gefunden haben. Aber das auf der Totenkopfinsel, also es gibt zwei Fässer. Also ja, vorbei an dieser Gruft. Wir können ja mal kurz noch in die Gruft reingucken, ob wir hier was sehen. Aber ich werde jetzt nicht nochmal alle Gruften abklappern und gucken, ob sich hier was getan hat. Ne, hier war in der Mitte dem sein Sarg, den wir schon geplündert haben, soweit ich weiß. Ja. Das heißt, in die nächste Gruft müssen wir rein, weil da brauchen wir den Schlüssel. Akoriums Buch haben wir nicht mehr, gell? Muss ich das gerade seltsam finden, dass ich keine Tooltips mehr habe. Vergibtes Pergament, Schatzkarte, ja. Auralias Rezept. Ardus Brief, das sind die Koschamer Zungen. Und das ist das Weihwasser, davon haben wir immer noch zwei. Ups. Und das ist unser Geld. So, das heißt hier rein. So, und das Pergament sagt... Oh, jetzt sehen wir wieder was. Warum auch immer wir jetzt zwei Stacks Geld haben.
Nähre den Krieger auf ewiger Wacht. Offenbare sich die Güldner Lohn. Also der Krieger auf ewiger Wacht ist er hier. Äh.